Hallo ihr da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es noch was ganz Besonderes, nämlich die Kunst des Butterbrotschmierens. Viele von euch haben es ja vielleicht verlernt und ich wurde von vielen angeschrieben, dass ich mal zeigen soll, wie ein vernünftiges Butterbrot geschmiert wird. Und genau das mache ich heute. Zuerst brauchen wir natürlich ein paar Brote und etwas Butter. Ich empfehle euch, die Butter etwas weich werden zu lassen. Alternativ könnt ihr auch Margarine nehmen. Und jetzt nehme ich ein Buttermesser und streiche damit das Brot ein. Das sollte alles schön gleichmäßig sein, damit jeder Bissen auch gleich schmeckt. Anschließend schneide ich es dann in zwei Hälften. So ist es viel handlicher. Und wer mag, kann noch Wurst drauf tun oder Marmelade. Das schmeckt wunderbar. April, April sagt man, glaube ich, aber das Butterbrot schmeckt trotzdem verdammt gut. Keine Bange, ab morgen kommen wieder ganz normale Rezeptvideos. Ich hoffe, ihr könnt mir den kleinen Scherz ein bisschen verzeihen. Natürlich wünsche ich euch jetzt einen guten Start in den April. Lasst euch nicht zu sehr veräppeln und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.